Es folgt eine Botschaft vom Verein Hunde und Katzen über alles. Hunde und Katzen sind erstens knuddeliger als Menschen. Zweitens können sie sich geheime Botschaften über ihren Hintern zusenden. Und drittens beißen und kratzen sie nur ab und zu. Logisch, dass es immer mehr von ihnen gibt. Leider finden manche Spinner, dass Haustierhaltung zu viel CO2 verbraucht. Und manchen wird es mit den ganzen Haustieren hier langsam viel zu voll. Aber kein Problem. Dafür haben wir eine Lösung. Die Menschen müssen einfach weniger werden, damit Hunde und Katzen den Raum bekommen, den sie verdienen. Weniger Menschen, das bedeutet weniger Fleischkonsum. So bleibt mehr Anbaufläche für den Fleischkonsum unserer Hunde und Katzen. Anders als Großstadtveganer können sich Katzen nun mal nicht aussuchen, ob sie Vegetarier werden. Wir empfehlen die goldene 1-2-3-Regel. Pro Haushalt ein Kind, zwei Haustiere und drei getrennte Klos. Dann müssen sich Großeltern auch nicht so viel um Enkelkinder kümmern und haben mehr Zeit für ihre geliebten Vierbeiner. Und haben Sie sich schon mal gefragt, wie ein armes Kätzchen bei Kindergebrüll ungestört in eine Sandkiste kacken soll? Mit weniger Kindern wäre das Problem behoben. Auch auf unseren Fußwegen. Die sind viel zu voll. Hier ein Kind, da ein E-Roller, da ein Lastenrad. Da weiß der arme Hund doch gar nicht mehr, was er zuerst anbellen soll. Weniger Menschen insgesamt bedeuten auch weniger Allergiker, die unschuldige Katzen mobben, nur weil sie von ihnen Ausschlag oder Atemnot bekommen. Also helfen Sie mit, indem Sie weniger rumknattern und so insgesamt weniger werden. Und denken Sie immer daran, Schweine und Kühe haben wir zum Fressen gern, mit Katzen und Hunden sehen wir fern.